So, erstmal erst einstellen, dann kann ich mit euch reden. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Blind-Projekt, Evoland. Dieses Spiel habe ich von lieben Kümmerskandalf, aka Stefan, zu Weihnachten bekommen. Da dachte ich mir, warum nehme ich es nicht auf? Ich kenne das Spiel nicht, es wird bestimmt lustig. Also auf jeden Fall sage ich jetzt schon mal, der Soundtrack im Hauptmenü ist schon mal schön. Kann man sich anhören. Mach den nur ein bisschen leiser. Den Ton auch. Aber so. Dann wirkt das besser. Dann fangen wir mal an. Ich habe keine Ahnung, worum es in dem Spiel geht. Freigeschaltet rechte Taste. Hier scheint es eine Truhe zu öffnen zu geben. Geile deutsche Übersetzung. Also wir können nach rechts laufen. Aber nicht nach links. Jetzt können wir auch nach links laufen. Ah ja, ich weiß ein bisschen was über das Spiel. Ich weiß, dass man dass es am Anfang erstmal keinen Ton gibt. Das heißt, wir müssen erstmal damit klarkommen, was wir jetzt hören. 2D-Bewegung. Ein Glück, könnt nämlich sonst nirgendwo hingehen. Ja, ich kann jetzt hoch und runter auch noch laufen. Das ist schon mal gut. Einfacher Bildlauf. Ihr müsst jetzt sehen, wohin ihr geht. Stimmt's? Jawohl, richtig. Das hat jetzt was von Zelda, irgendwie vom ersten. Bis jetzt. Oder natürlich fehlt die Musik. Okay. Hier ist nichts. Okay, außerdem kann ich auch nichts. Da ist noch eine Kiste. Was haben wir denn hier? Soundeffekte. Okay. Wir haben jetzt Laufgeräusche. Schön, schon mal soweit. Was haben wir hier Schickes? Glatter Bildlauf. Erspart euch einiges an Kopfschmerz zu brechen. Ah, jetzt. Das ist jetzt nicht mehr aus Zelda. Da hatten wir das gerade vorher. Ich weiß, dass es RPG ist. Soweit. Sieht auch bis jetzt ganz cool aus. Ich mag den Stil auch bis jetzt. Ja, wir können Monster töten. Wie? Ah, okay, bei WASD habe ich es einfacher. Wir können auch Büsche zerschlagen. So, das spürt sie nicht. Ah, guckt mal. Wir haben. Das war dämlich. Und wir hatten noch keinen Speicherpunkt anscheinend. Klasse. Okay, machen wir das mal ganz schnell hier. La la la. La la la. Da 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 da. Ja, endlich Musik. Ist schön. Geh mal Home-Menü. Gucken wir erstmal, was da links war, weil da waren ja noch ein paar Büsche, die ich zerschlagen konnte. Oben. Nämlich hier. Ja, hier. Ist ja ein Sekret. Eigentlich war das ein Sekret. Ein Stern, sammelt alle versteckten Sterne in Evoland. Wie viel gibt es denn? Was ist jetzt? Okay, das gefällt mir auch schon. Dann nehme ich auf Final Fantasy. Das kleine ist aber. Was mit die Maus mir selbst aus dem Bild geschoben? Ihr seht die ja nicht. Was haben wir denn hier? Speicherpunkte. Eine Entwicklung, die Computerspiele für mich verändert hat. Ich bin gespeichert. Cool. Speicherpunkte, das ist schon mal schön. Haben wir noch was? Okay, ist Wasser anscheinend. Was soll die Wasser sein? Farbe. 16 Farben. Ziemlich Farbe, cool. Ah, das war dämlich. Gut,
fortfahren. Wir haben jetzt den Speicherpunkt gehabt. Ich muss nochmal die Farben holen. Das war falsch. Rechts. Oh, warte. Und die Ende hier? Ja. Und das waren ja die Speicherpunkte. Ich warte jetzt ein bisschen immer. Der ist schon schön. Wenn jetzt immer erst bevor die bis sie vor dem Schwert laufen. Das macht das Ganze einfacher. Kann ich das hier öffnen? Nein. Das hier öffnen? Auch nicht. Das muss ich alles jetzt freischalten. Er bewegt sich komisch, der Gegner. Okay, so kann ich hier auch töten. Ich habe eben die Kiste hier oben gesehen. Das war Speicher. Was haben wir denn hier freigeschaltet? Nach jahrhundertlangem Frieden kommt ein Neuronen der böse Macht zurück ins Licht in die Welt und eben ins Unterboden. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens des Drachenhunter. Das ist okay, das ist mir gerade zu schnell. Handlung. Okay, wir haben eine Handlung. Ich habe sie nicht richtig lesen können, weil ich zu langsam bin. Da haben wir dann hier noch eine. 25 Farben. 256. Das ist schon fast eine echte Grafik. Ja, fast. Sie erinnert an Pokémon Gold irgendwie. Die Farben. So fies wie in den Resident Evil Spielen gefühlt. Also müsst ihr mal zu einem Speicherpunkt rennen. Zumindest muss ich nicht, dass da irgendwie so schön hingegangen bin, da war noch ein Sternchen. Das ist nicht so fies wie in den ersten Resident Evil Teilen, wo man Fahrbahn brauchte. Okay, vorher könnte ich nur hier laufen, das ist dann hier. Jetzt kann ich da durch. Ah, okay. Das ist ein Art Bossgegner. Winter. Top. Okay. Thank you.
ohne es zu wissen, habe ich den selber getötet. Ja, im Moment habe ich nichts zu. Dann das Schwert. Supermilch. Oh, wir sind auf der Oberwelt. Und was hier der Kampf? Hashtag Final Fantasy. Okay, ich habe erstmal einen Weg weiter. Wer hier ist. Okay, da muss ich flüchten. Mod 7. So, das sich aus jetzt. Das ist dann jetzt seit 1990 eigentlich bevor. Okay. Okay, dafür ist ein bisschen laufen. Achso, ich möchte auch direkt an Ort. Ah, die Wiese. Ich muss erst mal bevor wir die bekämpfen. Ein schwächer Punkt. Das ist cool. Zu den Ort, wo wir raus müssen. Da kann ich ja durch. Bin ich aber so, wenn die bekämpfen müssen. Ich werde, ich krieg dafür einen Sch. Das ist doch nicht, das ist doch schön. NPCs. Nee, NSC. Könnte ich hier uns wollen, aber auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Was soll ich noch klein nennen? Lasst mich in Ruhe. Spät mit den anderen Kindern. Ich bin noch ein Kind, okay, das Problem ist also. Ja, guck mal, mein Inventar hat sich geändert. Und dann kann ich hier gerade auch nicht. Das heißt, ich muss erwachsen werden. Es ist noch Tag. Wenn ihr nicht lieb seid, und die Tür kann ich auch noch nicht öffnen. Ist ja logisch, dann muss ich es freischalten. Hier geht es wohl wieder aus. Das können wir aber nicht. Ah, also okay, mit dem konnte ich richtig reden. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber ein. Es ist dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen.
Okay, müssen wir den Brunnen finden. Da müsste hier links dann irgendwo sein, schätze ich mal. Nein, das ist der Chest. Also betreten. Cool. Privatsphäre andere. Ihr könnt jetzt beliebig in die Privatsphäre anderer eindringen. Das ist schon mal gut. Der Brunnen scheint hier nicht zu sein. Fangen wir doch mal hier links an. Die Truhe war. Der Loot. Ich benutze zum Healen. Ich muss sagen, es sieht auch schon relativ okay aus für das Spiel. Eine Kiste. Animiert es. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, wartet dein warmes Bett auf euch zu einem fairen Preis. Ich habe aber kein Geld. Ich kann ja mal quatschen. Ich habe 50 G. 10 Gels. Gliss. Okay, ihr müsst ihn L vertauschen. Sag's nochmal, ich steck von der Fantasy. Okay, ich dachte gerade. Ja, warum nicht? Gehen wir wieder raus. Ich muss den Brunnen nehmen. Yes, Skill. Oder der nationale Schwertverband verbietet uns, unsere Kinder zu verkaufen. Hallo, ich bin kein Kind. Das sieht nur so aus. Ich bin etwas klein geraten. Schon witzig. Aber hier oben könnte auch der Brunnen irgendwo sein. Ja, da ist er. Okay, stimmt. Zum Teufel habt ihr uns zu suchen? Keine Ahnung. Den Samen? Müssen wir hier rechts? Immer out of the rules. Out of order. Eine neue Karte, um Doppelswinning zu spielen. Okay. Whatever. Ist auch nicht hier. Ah, eine von 20 habe ich. Okay. So, was das ist. Ah, hier sind wir sogar ein Seil. Cool. Das ist, schätze ich mal, der Samen. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Erstmal essen, ja. Größer werden. Was haben alle diese Kinder in diesem Spiel zu suchen? Sieht mein Schwert nur ein bisschen mickrig aus. Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den Stimmen gehört. Okay. Vorher hat uns ein Mädchen gesucht. Ist sie ihre Freundin? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie mein Typ heißt. Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher. Aha. Angestimmt, Kafkas Geist. Okay, kann ich jetzt weiterlaufen? Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Da fehlt diese, ich finde, da fehlt so ein Zeichen, damit man sieht, wie ich mich umbringen kann. Talk. Achso, Doppelzwilling ist ein Kartenspiel im Spiel. Okay. Das kannst du mir nicht vorstellen, wenn man die Karten sammeln sollte. Ich gehe erstmal die Privatsphäre anderer spielen. Okay, ich muss mich jetzt erstmal ausrüsten. Schmied. Also Waffenhändler. Der immerhin seine Prinzipien hat. Ich glaube, der war hier. Ah. Der war hier. Hallo. Waffen. Trank, Langschwert. Eine Karte.
Also erst mal ein bisschen kämpfen. In your face. Einen Rabatt kriege? Nein. Also, mit so Kinder müssen mehr bezahlen. Aber nö. Okay, mit dem Mikro sagen, ich dachte, ich jetzt die ganze Zeit aus. Aber ist alles gut. Wir können uns ja schon mal was holen. Das Langschwert. Oh.
Kristall aus der Höhle, um meinen Engel aufzuhalten. Primär, why not? Als hungernde Wahl, ich schenke uns in alle die richtige Zeit. Zwei Hunde Jungs, ich heiße. Caris? Also wirklich Evoland. Mach das K weg. Okay, das ist zwar kein DLC gewesen, also diese Chests, nenne ich jetzt mal DLCs, aber wir haben es. Da sind die Höhlen. Die Kristallhöhlen, die haben auch so eine schöne Musik. Wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, Böse, das mein Dorf droht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Klink. Nein, wir heißen nicht Klink. Dass er Cloud angelehnt ist. Wir heißen Joker. Ich merke das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Ja? Ist das hier nicht der Kristall im Boden? Wahrscheinlich nicht. Hier können wir kämpfen. Das ist. Guck mal hier. Das ist doch. Das ist doch bestimmt der Kristall. Und das sind Smaragde. Merke ich, dass ich mich darüber gefreut. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Bis 2.0. Okay, wir fahren mal ein bisschen durch die Höhlen. Ist auch wieder nichts. Nur diese komischen Kristalle. Bis 9. Toll. Wird die Schwäche. Nervt hier. Ich finde das Ausweichen. Damit dann hier. Irgendwas. Ah, was zum Looten. Das ist auch wieder kein DLC. Die Dinge. Opa 7. Daneben. Entweder nicht bekämpfen kann, dann lieber abhauen.